Wir kommen zum Teil 2 des Videos. Stoßdämpfer vorne ausbauen und Tieferlegungsfeder vorne einbauen. Hinterachse war recht simpel, konnte man im ersten Teil sehen. Das ist eine Sache von 15 Minuten, dann ist die Sache durch. Hier werden wir jetzt das auch als erstes Fahrzeug hochheben, Räder runter, gucken, was wir da freibauen müssen. Wir müssen dann von oben. Darf ich auch ganz simpel gehalten, wenn soweit alles abgebaut ist, unten drunter Deckel abziehen, Mutter lösen, kommt der Stoß einfach unten raus. Ganz einfache Sache. Können wir die Deckel hier schon mal abziehen. Heben das Auto hoch. Machen die Räder ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir die Achsaufhängung. Ich hoffe, das wird so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Sprich, wir werden hier einmal den Bremsschlauch aushängen. Wir werden die Pendelstütze, Koppelstange, Stabistange, wie man es auch nennen möchte, einmal hier oben lösen. Und lösen dann hier die beiden Schrauben. Das sollte eigentlich ausreichen, dass wenn man die Schrauben hier rausgezogen hat, dass der Achsschenkel nach vorne kippen kann. Dann ist der Stoßdämpfer schon lose, muss nur noch von oben losgeschraubt werden und die Sache wäre somit hoffentlich gegessen. Easy peasy. Kann funktionieren. Hoffen wir, dass das auch so funktioniert. Ja. Nehmen wir direkt los. Bremsschlauch aushängen. Schnappen uns dann eine. Das muss eine 16er Nuss sein. Falsch gelegt. Das ist wohl eine 18er Nuss. Ja. Könntest du mir gerade noch die Taschenlampe schnappen? Und merci. Ja, gut, so. Müssen wir kontern. Fangt schon gut an, ey. Ja, ich glaube, die hat, glaube ich, aber nicht zum Kontern. 16er, glaube ich. Ja. Oh, 16er Ringmauerschlüssel ansetzen. Dann kann man die Stabistange kontern. Das ist die geilste Erfindung, die es gibt, wenn man eine Stabistange hinten kontern kann. So gut, das ist soweit gelöst. Gehen wir jetzt direkt an die zwei großen Schrauben da. Das müsste soweit, ich sehe auch 18er Nuss sein. Ja. Steht sogar hier drauf, Ultra Power. 3500 Newtonmeter Lösemoment. Aha. Hm. Funktioniert doch einwandfrei. Ne? Einwandfrei. So, dasselbe Spiel jetzt hier unten, wenn ich dran kommen sollte. Ansonsten, ne, komme ich nicht dran. Und mal eine kurze Verlängerung. Warum drehst du nicht einfach rum? Probierst du von der anderen Seite? Ja, das kann ich schon. Manchmal kann man dich doch gebrauchen. Bin doch nicht so dumm wie ich aus. So, am besten hält ich mal kurz dagegen. Oh ja, hat Spiel. Oh ja. Ich glaube, da ist irgendwas ausgeschlagen. Ich bin ein bisschen festgegammelt. Kann man kurz die Mutter drauf drehen und dann mit dem Hammer. Zart. Draufschlagen. Was los? Hast du nicht gefrühstückt oder was? Zu früh am Morgen? Nee, ich hab nicht gefrühstückt. Na komm schon! Nicht so schüchtern. Bei Ventura. Wo ist denn hier? Wollen wir noch was denn durchhauen? Oh.
Wo ich aber wie ein Mann noch ein bisschen so nach hinten drücken. So, dann kann man das vorsichtig einfach hoppala, so zur Seite hängen lassen. Also das ist wirklich die genialste Erfindung, was ein Hersteller machen konnte. Ne? Geht man einfach hin und kann den Achsschenkel einfach hier mit zwei Schrauben lösen, alles andere bleibt hängen und Schoßdämpfer kann man sofort tauschen. Das ist Wahnsinn. Ne? Bei anderen Herstellern muss man hier spreizen, Spurstangen ab Antriebswell aushängen, Querlenker unten gegebenenfalls aushängen. Willst du jetzt Opel loben oder was? Willst du jetzt Opel loben dafür oder? Also willst du jetzt vielleicht auch in Zukunft Opel fahren? Nee, Opel fahren will ich nicht, aber da könnten sich die Hersteller mal eine Scheibe abnehmen, dass man es ein bisschen einfacher kontrollieren kann. Als BMW-Fanatiker. Ich steige auf Audi, ich bin kein Fanatiker von BMW. Auf einmal. So, 22. Das müssen 24er sein. Ja, 24er Nuss. Halt nicht Feder fest, beziehungsweise den Stoß einfach festhalten, dass er nicht runterfällt. So. Und wir haben jetzt hier unseren Stoß einfach ausgebaut. Hier haben wir das schöne Domlager. Ne? Ist zu empfehlen. Ne? Austauschen. Das Kugellager hier geht gerne kaputt. Schnappen wir uns das Spezialwerkzeug. Brauchen hier dazu einen schönen Federspanner. So, das ist dann immer abwechselnd. Mal links und rechts. Gleichmäßig spannen, nicht auf einer Seite spannen. So, haben wir das alte Domlager. War auch schon kaputt gewesen, hat auch schon Geräusche beim Lenken gemacht. Könnte man jetzt nicht wiederverwenden. So, dann haben wir jetzt hier unsere Manschette, die muss mit übernommen werden. Da ist sogar hier so ein Teller drauf. Kann lange so bleiben, wie es ist. Wir müssen jetzt hier die Granate entschärfen. Neue Feder. Die kann man auch nur in einer Richtung verbauen. Die kann man nicht falsch verbauen, da das Domlager nur auf einer Seite passt. In dem Fall hier oben. Kann man sich auch merken, indem die Schrift. Ne, die Schrift muss auch in Leseschrift gesetzt werden. So, sieht das schon halbwegs aus. Dann denken, wie gesagt, Schraubschutzmanschette mit übernehmen oder gegebenenfalls austauschen. Das so. Oh, das passt. Also wenn ich da jetzt ein bisschen mich drauf drücke, wenn ich etwas Gewicht drauf bringe, kannst du schön die Mutter anbringen. Gut. So. Ziehen die jetzt zart, aber bitte nur zart mit dem Schlagschrauber bei. An Hand die Kolbenstange festhalten, dass sie sich nicht mitdreht. Und wenn die dann mit dem Hersteller vorgehenden Drehmoment dann festziehen. Beidrehen bis zum Anschlag. Das passt uns soweit. Sieht dann so aus, wenn es fertig ist. Wunderschön. Zeige ich noch gerade die Drehmomentwerte für die Schulter von vorne und für die komplette Aufhängung vorne. Das heißt komplette Aufhängung. Das sind nur so gesehen nur drei Schrauben. Zwei Schrauben, zwei Muttern. Aufhängung komplementen vorne. So. Ich muss kurz mal selber schauen.
kein Stoßdämpfer. Ach, Stoßdämpfer, aber das ist der Stoßdämpfer selber. So. Also die Stoßdämpfermutter oben für das Domlager bekommt 70 Newtonmeter. Die Schraube oben auf dem Gummiteller, also sprich von der im Motorraumbereich, bekommt 55 Newtonmeter. Für diejenigen, die das Drehmoment dafür brauchen. So, und die Pendelstütze, Koppelstange, Stabilstange bekommt 65 Newtonmeter. So, jetzt suche ich noch gerade Aufhängung vorne für den Stoßdämpferbefestigung. Die beiden Muttern, die Schrauben bekommen 85 Newtonmeter plus 60 Grad bis 75 Grad. Also Pi mal Daumen, einfach mal, dann festknallen die Scheiße. Okay. Gut. Hast du soweit erledigt? Kommt der Zusammenbau wieder. Wird wohl recht easy sein. Einmal ausrichten den Stoßdämpfer, dass er halbwegs schon passt. Wir werden den jetzt erstmal von unten. Ich schiebe den dann mal von unten durch, du mach mal die Mutter da dran. Wenn die jetzt auch mit dem Schlagschrauber beidrehen. Und wie gesagt, nur beidrehen, nicht festziehen. Festgezogen wird ein Drehmomentschlüssel. Stufe 1 reicht vollkommen. So, können jetzt unsere Stabilstange mal wieder anbringen. Fußplatzpaste einschmieren, dass die nicht festgammeln. Für denjenigen, der nochmal dran arbeiten muss, kann sich zumindest freuen, dass die Schrauben aufgehen. Es gibt bestimmt schon Fälle, wo die Schrauben festgegammelt sind, abgerissen. So, hängen dann hier unseren Achsschenkel wieder ein, dazu etwas ausrichten, Schrauben durchstecken. Stabilstange ist festgezogen worden, die beiden Schrauben hier für den Achsschenkel sind auch festgezogen werden. So müssen wir jetzt durch. Was man nicht vergessen sollte, nach jeder Tieferlegung bitte zur Achsvermessung fahren, dort die Achsgeometrie prüfen lassen. Zumindest, man muss die ja nicht unbedingt einstellen, aber es reicht ja vollkommen aus, wenn man die zumindest prüft. Sollte die dann doch aus der Toleranz sein, muss man die nachstellen. Und ganz wichtig, nicht vergessen, Eintragung. Das Teilegutachten wird meistens mitgeliefert, gegebenenfalls muss man sich das aus dem Internet runterladen. Wir werden jetzt die andere Seite noch fertig machen und sobald wir durch sind, lassen wir das Fahrzeug ab. Ich zeige euch dann nachher Beweis, wie das dann ausschaut. Und ja, sehen wir uns dann gleich wieder. Hoch wie Bus. Ja, Alter. Hoch wie Bus. Okay. Ja, sollten noch weitere Fragen vorhanden sein, könnt ihr uns gerne in einem Videokommentar hinterlassen. Schreibt uns auf Instagram an. Sollten euch noch Infos fehlen. Folgt uns auf Instagram, Facebook, abonniert als Unterstützung unseren YouTube-Channel. Und ich sage, ja, wir sind soweit durch und sehen uns ein nächstes Mal.